Ich bin Schauspielerin geworden, weil es für mich eigentlich nie eine Alternative gab. Ich habe im Dezember letzten Jahres haben wir angefangen, ein Stück zu spielen. Das sollte anderthalb Monate gespielt werden. Und am Anfang war es alles so, das ganze Ensemble war so ganz bang, weil wir dachten, anderthalb Monate, so lange bleiben wir bestimmt nicht offen. Und dann war aber dafür wirklich jeder Abend wirklich ein Geschenk, weil man dachte, okay, jeden Abend, den wir noch dürfen, den kosten wir auch voll aus. Und dann haben wir es tatsächlich die anderthalb Monate durchgespielt und das war schön. Ich habe mich impfen lassen, sobald ich durfte, weil ich das Gefühl hatte, das ist eines der ganz wenigen Sachen, die ich wirklich proaktiv tun kann, um die Situation für uns alle und auch vor allem für meine Branche verbessern zu können. Und ja, weil ich auch einfach in meiner Familie vulnerable Menschen habe, für die ich das gerne machen wollte.